Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dem Teil der Vorlesung soll es um das V-Modell gehen. Nachdem wir uns im letzten Teil der Vorlesung uns schon ein bisschen damit befasst haben, was eigentlich Vorgehensmodelle sind, wofür wir die brauchen, und mit dem Wasserfallmodell das erste Modell kennengelernt haben, werden wir uns mit dem V-Modell eine Erweiterung davon angucken. Die Vorlesung hat allerdings noch einen zweiten Zweck, nämlich es dient als eine Art Ergänzung zur Testvorlesung, die wir bereits hatten. Erinnert euch, in der Testvorlesung haben wir bereits über verschiedene Arten des Testens gesprochen, über Whitebox-Tests und Blackbox-Tests insbesondere. Und wir werden heute auch noch Teststufen in diesem Vorlesungsteil kennenlernen. Da bietet sich eben das V-Modell an, um das zu erklären. Das Prinzip dahinter ist deutlich allgemeiner und deswegen hat die Vorlesung insofern auch einen Lehrcharakter, dass selbst wenn man sagt, das V-Modell ist nicht das Richtige für mich, ist diese Vorlesung wichtig, um zu verstehen, was sind sinnvolle Teststufen bei der Softwareentwicklung. Zunächst mal zum V-Modell, und ihr werdet in der englischsprachigen Literatur zum V-Modell meist relativ wenig finden. Und das liegt ganz einfach daran, dass das V-Modell eine besondere Bedeutung für den deutschsprachigen Raum, insbesondere für Deutschland, hat. Das V-Modell wurde nämlich vom Verteidigungsministerium entwickelt, und zwar 1992 veröffentlicht und diente sozusagen dazu, das Verteidigungsministerium nimmt öffentliche Gelder in die Hand und lässt Software entwickeln. Und dabei ist natürlich wichtig, dass man vorher ganz klar Regeln schafft, wie die Software zu entwickelt werden soll, um eben Steuerverschwendung und Ähnlichem vorzubeugen. Das heißt, das war das Ziel 1992, dass man gesagt hat, ja, das ist jetzt knapp 30 Jahre her, dass man gesagt hat, man möchte vorgeben, wie die Softwarehersteller eben die Software entwickeln, nach welchem Vorgehen. Und das soll im bestimmten Ablauf vorgeben. Allerdings ist diese Vorgabe, die enthält Feinheiten. Das Vorgehensmodell ist jetzt nicht so konkret, dass es sagt, du brauchst 5 Entwickler. Allerdings ist es so konkret, dass es auch wieder Stufen gibt, ähnlich wie beim Wasserfallmodell. Tatsächlich ist es auch eine Erweiterung vom Wasserfallmodell. Allerdings gibt es eine Reihe von Aktivitäten, die eben querschneidend sind zu den anderen Aktivitäten, die eben sozusagen irgendwie parallel laufen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Ein paar von den Themen würden jetzt vorgreifen. Da werden wir im nächsten Semester und auch in der nächsten Vorlesung noch drauf zurückkommen, nämlich auf das Thema Konfigurationsmanagement. Das gucken wir uns im nächsten Semester noch etwas genauer an. Ja, aber ganz kurz, da geht es um Versionskontrollsysteme. Das haben wir natürlich in der Implementierung schon mal so ein bisschen angeschnitten. Es geht aber auch um sowas wie Projektmanagement. Das heißt, wie kann ich einsteuern, wie kann ich überhaupt abschätzen, wie teuer Software wird. Und das werden wir uns in der nächsten Vorlesung angucken. Was wir uns heute etwas genauer angucken, ist das Thema Qualitätssicherung in Bezug auf eine Aktivität, die die ganze Zeit parallel zum Softwareprojekt erfolgen sollte. Und das ist sozusagen eine Neuerung in dem V-Modell, dass es eben nicht die eine oder zwei Phasen am Ende gibt, wo man irgendwie mal ein bisschen was zur Qualitätssicherung beiträgt, sondern dass man es eben die ganze Zeit mitdenkt und dass es in jeder Phase schon was gibt, was wir tatsächlich testen können oder schon als Tests vorbereiten können. Das V-Modell, wie wir es jetzt besprechen, ist relativ nah an dem noch relativ einfachen Modell, wie es früher vorgeschlagen wurde, 1992. Es gibt allerdings nichtsdestotrotz Erweiterungen davon, 1997 eine Erweiterung, wo insbesondere inkrementelle Entwicklung mit einbezogen wurde. Das heißt, da geht es eben darum, ich habe ein großes Software-System, ich brauche wahrscheinlich 2 Jahre dafür, aber ich möchte vielleicht schon Prototypen haben nach dem ersten Monat oder nach den ersten 2 Monaten oder jedes Quartal irgendwie schon einen Zwischenstand haben. Und das meinen wir mit inkrementeller Entwicklung. Allerdings wurde das V-Modell auch erweitert, dass es eben nicht nur die Softwareherstellung beschreibt, sondern auch die Hardwareherstellung, weil gerade, ihr könnt euch das vorstellen, im Verteidigungsministerium vielleicht eben nicht nur reine Software entwickelt werden muss, sondern eben auch Kombinationen aus Hard- und Software. Zudem war so in den 90ern, kamen natürlich auch die objektorientierten Entwicklungsmethoden immer weiter auf und die objektorientierte Programmierung, und auch die wurden sozusagen damit eingebaut.
2004 gab es dann noch einen deutlich größeren Schritt der Erweiterung von dem V-Modell zu dem V-Modell XT. XT steht für Extreme Tailoring. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass irgendwie das mit dem X damals ein Hype war. Es hieß auch XP, Windows XP und ähnliches. Und das ist sozusagen auch schon das Hauptmerkmal von dem XT-Modell. Es gibt zwar viel vor als Grundgerüst, aber es gibt ganz viele Stellschrauben, wo jedes Unternehmen selber festlegen kann, wie wird das angepasst. Ja? Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man das hernimmt und jetzt entwickelt, so wie das beim Wasserfallmodell eher noch geht, sondern dass man ganz viel selbst entscheiden muss und feintunen muss, wie groß sind meine Teams oder ähnliches, wird da nicht festgelegt. Und das Interessante ist, das ist nochmal ein Schritt der Generalisierung. Das V-Modell XT wird inzwischen auch für andere Beauftragungen benutzt, nicht nur für Software, Software-Hardware in Kombination, sondern auch für andere Güter, die beauftragt werden. Und das V-Modell ist deswegen ist einerseits interessant, weil dieser Qualitätsaspekt ganz detailliert behandelt wird und man da ein gutes Verständnis bekommt, wie das eigentlich in jedem Softwareprojekt so laufen sollte. Allerdings ist das V-Modell auch deswegen interessant, weil es eben nicht nur verpflichtend ist für das Verteidigungsministerium, sondern auch seit vielen Jahren verpflichtend ist für jegliche öffentliche Beauftragung in Deutschland. Das V-Modell ist jetzt allerdings nicht nur für Deutschland relevant, aber das ist sozusagen auch so ein bisschen für euch die Einschätzung, dass man vermutlich in der deutschsprachigen Literatur eben einfach mehr zum V-Modell findet. Der wichtigste Punkt im Vergleich zum Wasserfallmodell, es ist ja eine Erweiterung von dem Wasserfallmodell, den wir hier in der Vorlesung behandeln wollen, ist die Einführung von eben 4 Teststufen und das gucken wir uns jetzt grafisch an. Der erste Schritt, mit dem wir einsteigen, sind wieder die Anforderungen. Allerdings war die erste Phase im Wasserfallmodell, so wie wir es uns eben angesehen haben, war eben die Analyse allgemein, Anforderungsanalyse, was eben sozusagen aus Anforderungsermittlung und Systemmodellierung besteht. Hier haben wir diese 2 Phasen aufgetrennt in eben Anforderungsermittlung und Systemmodellierung. Wir werden auch gleich sehen, warum wir das brauchen. Dazu nochmal zur Erinnerung, ja, wir hatten da so eine Übersichtsgrafik, die ich euch gemalt habe, falls ihr euch erinnert, wo wir aufgezeigt haben, was fällt eigentlich aus der Analyse raus und aus dem Entwurf. Und aus der Anforderungsermittlung fallen die Nutzeranforderungen raus, also die Anforderungen aus Nutzersicht. Und aus der Systemmodellierung fallen die Systemanforderungen raus. Die wiederum werden dann eben verwendet als Eingabe für die Architektur. Und hier sehen wir auch wieder einen Unterschied zu dem Wasserfallmodell, wie wir es eben besprochen haben mit den 5 Phasen, dass wir hier eine genauere Unterteilung bekommen, nämlich in den Architekturentwurf, das heißt den Grobentwurf, und den Feinentwurf, eben zu Englisch Software Design. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was als nächste Phase kommt, nämlich die Implementierung. Das heißt, jede Phase baut irgendwie aufeinander auf und nutzt eben das Wissen von der vorherigen Phase. Ich brauche erstmal die Nutzeranforderungen, um irgendwie die Systemanforderungen aufzustellen, weil die eben deutlich detaillierter sind, deutlich komplexer sind. Die Architektur gibt den Grobentwurf, was für Komponenten habe ich. Der Feinentwurf sagt eben welche, wie sehen einzelne Komponenten innen aus. Welche Entwurfsmuster möchte ich dafür einsetzen. So. An der Stelle noch ein Hinweis, warum das Ganze V-Modell heißt. Das Ganze heißt V-Modell tatsächlich aus dem Deutschen vom Wort Vorgehen, also weil es eben ein Vorgehensmodell ist und eben sozusagen das Vorgehensmodell hat man da das V gewählt. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum sozusagen das V-Modell auch sozusagen relativ gut hängen bleibt, nämlich die Phasen, die wir uns hier angucken, die stellen insgesamt ein V dar. Und auf der linken Seite gehen wir quasi den konstruktiven Weg, wir schaffen irgendwie was Neues. Und auf der rechten Seite gehen wir dann den ganzen Weg wieder hoch. Die zweite Seite vom V beinhaltet die Analyse, das Testen dessen, was wir bisher konstruktiv produziert haben. Da haben wir erstmal das Unit-Testing. Den Begriff habe ich im ersten Vorlesungsteil schon mal so ein bisschen angerissen. Das ist im Wesentlichen das, was wir uns mit den JUnit-Tests in der Testvorlesung angesehen haben im Detail. Das heißt, wir gucken auf die Implementierung und wir leiten aus der Implementierung direkt zum Beispiel Softwarefälle ab mit dem Whitebox-Testing.
Das reicht allerdings noch nicht aus, weil was wir da bisher noch nicht getestet haben, ist, ob eigentlich verschiedene Komponenten zusammen funktionieren. Ja, diese Unit-Tests oder auch zu Deutsch Komponententests, die beziehen sich eben nur auf eine Komponente und wir wissen noch gar nicht, ob zwei Komponenten zusammenarbeiten. Das Ganze erkennen wir beim Integrationstest. Was machen wir beim Integrationstest? Wir nehmen verschiedene Komponenten, stöpseln die mal zusammen und gucken, ob die zusammen auch genauso funktionieren. Ein Beispiel, was dort auftreten könnte, was wir vorher nicht unbedingt erkennen können, ist, vielleicht rechnet eine Komponente im Fahrzeug mit Kilometer pro Stunde und die andere mit Miles per Hour und dann haben wir plötzlich ein Problem, weil das Auto schneller oder langsamer fährt als eigentlich gedacht oder vielleicht sogar stottert und abbremst und da es sozusagen Probleme gibt bei der Übersetzung von den Werten oder von den Einheiten. Und das ist ein typisches Beispiel, das ist auch der Grund, warum die Ariane 5 Rakete abgestürzt ist, weil da eben Umrechnungen sozusagen nicht zueinander gepasst haben. Also Integrationstest, wir stöpseln verschiedene Komponenten zusammen und gucken, ob die auch zusammen funktionieren, aber immer noch mit der Brille vom Entwickler. Ja, also es ist immer noch so, dass wir sagen, ja, die zwei Komponenten stecken wir zusammen und das könnten so denkbare Eingaben sein, die wir da reingeben. Und es sind noch nicht zwingend alle Komponenten, die wir zusammenstöpseln. Ja, also wir haben, sagen wir, im Fahrzeug, im modernen Fahrzeug haben wir irgendwie 20 ECUs, das heißt so kleine Recheneinheiten, die der moderne Trend ist, dass das eben weniger werden und dafür größere Recheneinheiten. Aber der aktuelle Stand in der Automobilindustrie in Deutschland ist eben noch, wir haben diese vielen Einheiten. Und wir müssen nicht zwingend alle zusammen stöpseln im Integration Testing, sondern es kann auch irgendeine kleine Auswahl sein. Wohingegen wir beim Systemtesten tatsächlich alles zusammen stöpseln und das Testen gegenüber den Systemanforderungen. Und dann gibt es die letzte Stufe des Tests, die wir erst quasi erreichen, wenn die anderen Teststufen vorher alle absolviert wurden, erfolgreich. Das ist nämlich der Abnahme- oder Akzeptanztest. Mit dem wird der Kunde entscheiden, ob er die Software so abnimmt oder nicht. Und da testen wir typischerweise gegen die Nutzeranforderungen. In jeder dieser Teststufen brauchen wir jetzt Testfälle. Wir müssen also irgendwie überlegen, mit welchen Eingaben testen wir eigentlich das System, was wollen wir eigentlich ermitteln. Und diese Testfälle kommen jeweils aus der Phase auf der gleichen Ebene im Testfall, in dem V-Modell. Und deswegen sehen wir auch, warum diese Stufen auf der linken Seite so feingranular sein müssen. Nämlich weil die Testfälle für den Akzeptanztest typischerweise zu den Nutzeranforderungen passen. Dahingegen haben wir beim Systemtest deutlich mehr abzutesten. Da haben wir nämlich jede Anforderung an das System, jede Systemanforderung abzudecken durch wenigstens einen Testfall. Und dann haben wir den Integrationstest. Da nehmen wir uns also Architekturdokumente her, Architekturmodelle. Das heißt, das kann sein ein Komponentendiagramm, in dem wir erkennen, welche Komponenten kann ich jetzt eigentlich wie zusammenstöpseln. Ja, und da sehen wir an der Lollipop-Notation, wenn da irgendwo ein Lollipop übersteht, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn da so eine Hand greift, die keinen Lollipop hat, dann ist das schlecht. Dann können wir das so erstmal noch nicht testen oder müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Und beim Unit-Test, und das ist das, was wir schon sehr ausführlich sozusagen mit Live-Programmierung euch schon angeguckt habt und vielleicht auch selbst schon ausprobiert habt, ist eben das klassische Whitebox-Testen, wo wir eben reingucken, was ist der Detailentwurf von der Komponente, welche Klassen arbeiten da zusammen, aber auch in die Implementierung reingucken, das heißt in die wirkliche Implementierung von einzelnen Methoden. Das Ganze habe ich für euch hier nochmal schriftlich festgehalten und möchte da nochmal auf so ein paar Kernsachen eingehen für diese Teststufen. Das ist ja sozusagen ein bisschen ausführlicher, weil diese Teststufen eben wichtig sind auch für andere Vorgehensmodelle. Selbst wenn ich ein anderes Vorgehensmodell habe, habe ich in irgendeiner Form mit diesen Teststufen zu tun. Im Vorgehensmodell des V-Modells ist es eben so, dass diese Teststufen tatsächlich erst nacheinander ausgeführt werden, aber auch so sind die wichtig. Komponententest oder Englisch Unit Testing, im Deutschen spricht man auch oft vom Unit Testing, wird eben jede Komponente einzeln getestet. Und was meinen wir mit dieser Unit? Naja, es kann einen Test geben, der testet nur eine Methode. Das war das, was wir uns mit der Modulo-Operation zum Beispiel angeguckt haben. Es kann allerdings auch sein in dem Taschenrechner, da haben wir uns das Zusammenspiel von mehreren Klassen in einem Paket angesehen. Und es kann aber auch sein, dass ich die komplette Komponente mit irgendwie Tests versuche zu testen.
Die Tests werden typischerweise von den Entwicklern geschrieben und das ist ein Punkt. Ja, im ersten Vorlesungsteil hatte ich euch diese Umfrage gezeigt und es ist durchaus üblich, dass eigentlich genauso viele von euch irgendwie mit Testen zu tun haben, wie die, die entwickeln, weil die Entwickler im Allgemeinen auch Testaufgaben mit übernehmen, nämlich genau diese Komponententests. Hier ist es sehr üblich, die zu automatisieren. Wir wollen nicht nach jeder Änderung wieder ganz viel automatisch manuell testen und irgendwelche Werte reingeben, sondern das automatisieren mit zum Beispiel JUnit. Die zweite Teststufe ist der Integrationstest. Da fügen wir also Komponenten zusammen und da wollen wir insbesondere Inkonsistenzen in Schnittstellen oder in der Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten finden. Und da ist so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt nicht alle Komponenten hernehme, dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich vor? Ja, fange ich jetzt an mit den ganz kleinen Komponenten und stöpsel da mal so 2, 3 zusammen und dann noch 5, 6 und dann immer noch welche dazu? Dann wäre das so ein Bottom-up-Verfahren, eine Bottom-up-Integration. Top-down heißt, ich nehme schon, sagen wir, das komplette Fahrzeug, aber in dem fehlen einfach noch unwichtigere Steuergeräte und die werden vielleicht durch irgendwas anderes ersetzt erstmal. Das heißt, das Fahrzeug wird so noch nicht fahren können, aber wir haben eine Top-Down-Integration, weil die wichtigsten, grundlegendsten Komponenten, die allgemeinsten sozusagen, schon dabei sind. Zum Beispiel Steuerung oder das Nutzerinterface kann ich irgendwie schon testen, top-down, ja, ohne dass alle Komponenten im Hintergrund da sein müssen, dass ich einfach gucke, wenn ich hier jetzt drücke, kommt das richtige Signal an der und der Stelle an. Gut, das waren die ersten zwei Testphasen und die häufigste Verwechslung gibt es zwischen Integrations- und Systemtest und es gibt tatsächlich auch viele Bücher, zum Beispiel Summerville, die das gar nicht so detailliert unterscheiden. Ist aber schon ein wichtiger Punkt, ob ich eben einfach nur ein paar Komponenten mal zusammenstöpsle und gucke, ob die gehen. Oder ob ich wie beim Systemtest tatsächlich das komplette System erzeuge und das in Bezug auf die Systemanforderungen teste. Und letztlich der Akzeptanztest, der Abnahmetest, der uns dazu führt, dass wir eine Entscheidung treffen, werde ich dieses System jetzt tatsächlich so einführen und einsetzen? Ist es soweit, ausgeliefert zu werden? Und da wird es eben gegen die Nutzeranforderungen getestet. Und es ist durchaus üblich, dass das jetzt auch schon teilweise von Kunden oder von potenziellen Kunden übernommen wird. Wenn jetzt das Verteidigungsministerium was beauftragt und es gibt sozusagen ein neues Flugzeug, sagen wir, dann wird es einen Piloten geben, der dieses Flugzeug dann Probe fliegt. Es kann eigentlich auch ein potenzieller Kunde sein, wenn ihr euch sowas wie eine App-Entwicklung vorstellt, dann ist es nicht immer denkbar, dass die tatsächlichen Endanwender, dass man die fragt, dass die das testen und was die für eine Meinung haben. Da gibt es so den Begriff des Beta-Testings, wo man vielleicht doch das schon mal an Personen rausgibt, aber vielleicht übernimmt auch jemand einfach die Rolle dieses potenziellen Kunden. Gut, auch zum V-Modell. Das war so ein kleiner Exkurs nochmal zu diesen Teststufen, weil die übers V-Modell hinweg wichtig sind. Zum V-Modell auch noch eine kleine Diskussion an Vor- und Nachteilen. Erstmal ist sozusagen einer der Vorzüge vom V-Modell, dass das Testen sehr explizit gehandhabt wird, dass es eben diese Teststufen gibt, dass man eben nicht vergisst, irgendwelche Teststufen nicht einzuhalten. Und es ist deswegen interessant, weil man natürlich möglichst früh schon möglichst viele Fehler finden möchte. Ja, ich möchte nicht erst beim Abnahmetest ganz viele Fehler feststellen, sondern ich möchte möglichst viele schon möglichst früh in frühen Teststufen sozusagen finden. Je später diese Teststufen sind und ich da Fehler finde, desto teurer werden die für mich, weil ich dann erstmal wieder zurückgehen muss und sozusagen mehr schon ändern muss. Das V-Modell ist sehr umfangreich und hat dadurch eine ziemlich große Vollständigkeit. Das heißt, man wird da, wenn man dem V-Modell folgt, wahrscheinlich keine wichtigen Aktivitäten übersehen, vergessen. Und das V-Modell ist gerade in diesen Erweiterungen von 1997 und das V und 2004 ist es sehr weit anwendbar, also eben auch auf inkrementelle Entwicklung und auch insbesondere mit in Kombination mit der Hardware. Gut. Anwendungsdomänen sind eigentlich die gleichen wie beim Wasserfallmodell, bloß dass wir hier eben noch zusätzlich haben, dass es eben in Deutschland für öffentliche Ausschreibungen, sei es vom Verteidigungsministerium, allerdings auch von anderen
öffentlichen Institutionen, die Software beauftragen, da eben notwendig ist und deswegen das große Softwarehersteller in Deutschland auch kennen und einsetzen. Das V-Modell hat trotzdem wie jedes andere Vorgehensmodell auch Nachteile und man muss eben Abwägungen treffen. Es ist ein sehr komplexer und sehr umfassender Prozess und das bedeutet natürlich, wenn der so komplex und umfassend ist, wenn ich jetzt eine kleine App entwickeln will und ich brauche dafür 500 Zeilen Code, dann ist eben die Frage, möchte ich wirklich schon ein, zwei Monate damit verbringen oder den ersten Monat damit verbringen, mein Vorgehensmodell festzuzurren und alle Erweiterungen davon mir zu überlegen und einen Monat damit verbringen, dass ich erstmal Anforderungen aufnehme und die Teststufen plane? Oder will man da nicht einfach anfangen mit Programmieren? Und da sehen wir das im dritten Teil der Vorlesung 1, was für so kleinere Systeme deutlich geeigneter ist. Tatsächlich ist es so, dass dieses Tailoring, dieses Extreme Tailoring bei dem V-Modell XT auch ein Nachteil ist, weil man natürlich da erstmal Aufwand reinstecken muss, dieses V-Modell so anzupassen, dass es funktioniert für den gegebenen Anwendungsfall. Und wir haben diesen großen Overhead, der sich eigentlich nur bei großen Systemen lohnt. Gut, und wir haben nach wie vor das Problem, das Hauptproblem bei auch wie vom Wasserfallmodell, dadurch, dass es eine Erweiterung davon ist, dass wir Änderungen in Anforderungen tatsächlich sehr problematisch sind, weil wir dann irgendwie durch alle konstruktiven Phasen der Entwicklung, aber auch durch alle Testphasen wieder durch müssen. Gut, wir haben uns in dem Teil der Vorlesung das V-Modell angesehen. Wir haben uns verschiedene Teststufen angesehen, die wir eben im V-Modell haben, die aber auch über das V-Modell hinaus wichtig sind für die Entwicklung, nämlich Unit-Testing den Komponententest, Integrationstest, Systemtest und den Abnahmetest. Das Ganze könnt ihr nachlesen. Hatte ich schon angedeutet, dass das V-Modell in der englischsprachigen Literatur bei Somerville eher nur am Rande erwähnt wird. Ihr findet allerdings ein bisschen was auch zu den Teststufen im Buch von Somerville und von Ludewig und Lichter im Buch gibt es deutlich ausführlicher, wo kommt das V-Modell eigentlich her, was versucht das. Und ihr werdet da zwar diese klassische V-Form vermissen, aber das ist sehr ausführlich, was das V-Modell noch so alles beschreibt und geht deutlich über den Inhalt der Vorlesung hinaus. Gut, wie könnt ihr das Ganze jetzt üben, was könnt ihr da jetzt machen? Ich habe mir Folgendes überlegt, wir haben ja diese vier Testphasen und ihr sollt euch mit diesen Testphasen ein bisschen genauer auseinandersetzen und ihr sollt euch mal zwei dieser Testphasen rausgreifen. Also zum Beispiel Integrations- und Systemtest, das ist so eine der schwersten Unterscheidungen sicherlich. Und ihr sollt euch mal überlegen, ein Beispiel Fehler, der in der Software auftauchen kann, den man eben mit der einen Teststufe finden kann. Und erklären, warum, ob der auch gefunden werden könnte mit der anderen Teststufe. Oder ob er irgendwie mit anderen Teststufen vielleicht gar nicht gefunden werden müsste. Also ein Beispiel wäre, wir hatten unsere Modulo-Operation und wenn ich jetzt mal Unit-Tests hernehme und ich finde diesen Fehler da, ist das gut. Ja, das mit dem größten Integer, dass es da nicht funktioniert oder dem kleinsten Integer. Dann ist das gut, wenn ich es da finde. Ich werde das wahrscheinlich diesen Fehler mit der Modulo-Operation beim Abnahmetest mit dem Kunden nicht finden, dass der den kleinsten Integer-Wert kennt und den eintragen kann, ist relativ unwahrscheinlich. Aber es kann natürlich später in der Nutzung irgendwie passieren, dass man mal zu diesem Wert kommt. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass man diesen Fehler beim Abnahmetest findet, weil man gar nicht so detailliert sagen kann, was muss ich jetzt eigentlich für Eingaben in das Programm reingeben. Ja, in so eine Nutzermaske oder ähnliches, damit unten, ganz tief unten drin, in der einen Komponente jetzt tatsächlich mal dieser Wert provoziert wird. Und das ist ein Beispiel, wo es eben deutlich besser ist, wenn wir das im Unit-Testen schon finden und nicht erst beim Abnahmetest, zumal beim Abnahmetest das deutlich teurer wird. Da würde ich euch bitten, eure Beispiele zu erklären und dann im Moodle hochzuladen und da könnt ihr auch gern wieder Fragen mit dazu packen und das Ganze können wir da diskutieren. Im Idealfall haben wir verschiedene Kombinationen von diesen Testphasen und diskutieren halt darüber Vor- und Nachteile an Formen von Beispielen, die ihr euch überlegt habt. Dann viel Spaß dabei, wir sehen uns wieder.